Peter Czernek, Sie haben gemeinsam mit Vizeleutnant Sigi Schwärzler ein Buch über die Vorarlberger Standschützen im Ersten Weltkrieg geschrieben. Was war denn die Motivation für dieses Werk? Gut, die Motivation war, die Geschichte dieses Schützenwesens bzw. den militärischen Einsatz aufzuarbeiten, weil doch ein Großteil der Bevölkerung involviert in dieses Geschehen war. Wie haben sich denn die Recherchen abgespielt? Wie muss man sich das vorstellen? Gut, es gibt Literatur über diese Standschützeneinsätze, allerdings schon aus den 20er, 30er Jahren vom letzten Jahrhundert. Die haben wir natürlich einmal durchgelesen. Dann haben wir das Landesarchiv jeweils in den Wintermonaten immer durchforstet, ob dort noch Akten und Unterlagen sind. Und dann haben wir ganz konkret, also diese Lücken, was uns gefehlt haben, mit Inseraten und so weiter, uns an die Bevölkerung gewandt und geschaut, dass wir das möglichst flächendeckend, dieses Kapitel abarbeiten. Wie war da das Echo und aus der Bevölkerung? Ich muss sagen, sehr, sehr positiv. Es waren die meisten waren angenehm überrascht, dass man ihnen, weil es doch ein vergessener Krieg der Standschützen eigentlich war, dass man das aufarbeitet und haben uns eigentlich bereitwillig ihre Unterlagen und auch den privaten Schriftverkehr zur Verfügung gestellt. Was sind denn die Schwerpunkte des Buches? Gut, die Schwerpunkte sind einmal die Einsätze der Standschützen in den Dolomiten, wodurch die größten Teil der Vorarlberger in den Dolomitenfront gekämpft haben und dann 1918 an der westlichen Reichsgrenze am Donaule-Pass wieder in den Kampfhandlungen verstrickt waren und dann das Los der Gefangenschaft natürlich, wo auch ein eigenes Kapitel dieses Thema abhandelt. Sie tragen jetzt auch eine Uniform, was hat es mit der auf sich? Gut, das ist die normale Schützenuniform, wie sie heute im Schützenbund getragen wird. Genau die gleiche Uniform hat man eigentlich vor 100 Jahren schon getragen und angedacht war eigentlich im Frühjahr 1915, dass man die Schützen in dieser Uniform in den Krieg schickt. Es hat allerdings Proteste der Landeshauptleute von Vorarlberg und Tirol gegeben. Die wollten nicht, oder dass eine unausgerüstete Miliz so an die Front geht, und auf Drängen dieser Landeshauptleute wurde kurz vor dem Ausmarsch Uniformen und modernere Waffen zur Verfügung gestellt. Gut, wie gesagt, heute ist die Präsentation im Kommandogebäude Oberst-Pilger in Bregenz. Das läuft aber als militärische Veranstaltung und da wird ein PowerPoint-Vortrag, wo man kurz in Bildern einmal die Einsätze der Standschützen einmal dokumentiert und danach geht es zum Buchverkauf und anschließend ist das Buch im Vorarlberger Buchhandel überall erhältlich. Mhm.